Servus, grüßt euch, da ist der Peter. Ich habe gerade hier in meinem Schneidprogramm das neue Video, eine neue Playlist, wenn ich ehrlich bin. Es geht darum, ich möchte auch was zurückgeben an meine Supporter und die mich supporten, bekommt natürlich auch meinen Support. Es geht darum, ich habe eine neue Playlist, die heißt Ich helfe dir. Und wenn auch du irgendwie Fragen hast über Allplan oder über BIM oder was auch immer, wo du denkst, ich könnte dir dabei helfen, dann schreib es mir in die Kommentare, egal zu welchem Video. Ich werde dazu ein Antwortvideo machen und im besten Fall dein Problem lösen. Also, jetzt gleich mal den Kanal abonnieren, um auch hier Teil der Community zu sein. Ach, Supporter, das sind zwei P's drin. Also, jetzt geht's los mit dem Video. Servus, grüßt euch. Ich zeige euch heute etwas Neues, eine Codierung, die fehleraufweisend ist und die ich aber jetzt lösen konnte. Das Ganze fängt damit an, dass ich hier ein YouTube-Video habe und da zeige ich intelligente Planköpfe und wie ihr die selbst erstellen könnt. Natürlich müsst ihr dazu den Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen und klickt vielleicht auch hier auf dieses Like. Wow, kann ich selber liken? Cool. Okay. Hier haben wir einen fleißigen Kommentator, der mich sehr unterstützt und supportet, denn jeder Kommentar, jedes Like unterstützt, auch jedes Dislike unterstützt mich, weil eine Interaktion einfach den YouTube-Algorithmus nochmal pusht. Und das ist natürlich wichtig, wenn man ständig nur da 1,5 Stunden ein Video aufzeichnet, das schneidet, hier Timestamps anfügt. Das dauert insgesamt wahrscheinlich 3, 4 Stunden, dieses Video hier euch zu präsentieren. Und dann möchte man natürlich auch, dass es ausgestellt wird. Und deswegen, also ich verdiene ja da keinen Cent dran, aber deswegen freue ich mich umso mehr, wenn es solche tollen Kommentatoren und ich sage jetzt mal Abonnenten gibt oder Supporters gibt, wie hier den Flywo. Ich weiß schon, wer das ist, denn der hat auch meine Subparts heute erst um 12.13 Uhr oder so runtergeladen. Aber weiß ich das? Und deswegen helfe ich da gerne. Seine Frage oder seine Hilfe ist, er hat die aktuellste oder eine der aktuellsten Altplan-Versionen im Einsatz und hat diesen Text an seinem Plankopf geschrieben. Also er wertet aus, ob an der 19. Plantextname dass der Buchstabe V erscheint und möchte dann das Wort Vorabzug hinschreiben. Keine schlechte Sache, zeige ich auch im Video. Und jetzt schreibt er: Ich habe aber das Format auf A10 oder A15 gestellt und trotzdem kommt nur das V oder F rüber. An was liegt es? Ja, ich habe es getestet. Ich habe hier, kopiere ich mir also einfach mal die Formel, habe auch die Lösung für euch. Also es stimmt, er hat recht. Ich gehe hier auf mein Beschriftungsbild. Ich erstelle eine Formel. Ich füge hier meine Formel ein, Rechtsklick einfügen. Genau die Formel. Sag einmal okay. A30, mehr als genug, oder? Setzt mir hier ab. Definierte Formel ist für mich okay. Maßstab 1 zu 1. Ich definiere diese Formel als Planstempel. Setze es unter YouTube vor Abzugstest ab. Bitte jetzt liken. Und dann ersetze ich diese Schrift. Jetzt gehe ich in mein Planlayout und habe schon was vorbereitet. Ich habe den Plannamen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und den 19. Buchstaben oder das 19. Zeichen habe ich zu einem V erstellt. Also wir erinnern uns, wenn der 19. Buchstabe ein V ist, bitte schreib Vorabzug. Und jetzt beschrifte ich das Ganze, Planrahmen beschriften, genau mit dieser Formel, Vorabzugstest, alles ist klein. Und wir erhalten genau das Ergebnis des Abonnenten, das V. Ich war selbst erstaunt und wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Dann bin ich hergegangen und hab geschaut, wie schaut es in meine Formel aus und was ist der Unterschied. Ich gehe also nochmal in diese Formel rein. An der Schriftart kann es ja auch nicht liegen. Dann Info. Das ist krass, oder? Das ist der Unterschied. Wir definieren nochmal die Formel. Wir haben jetzt nur das if, die Letter if in großen Lettern aufgeschrieben.
Ich mache nochmal den Vorabzugstest hier. Ja. Planlayout. Jupp. Beschriftungsbild. Jupp. Vorabzugstest. Und wir sehen, jetzt erscheint der Vorabzug voll ausgeschrieben. Kanal abonnieren, liken. Und ihr seht, mit den Kommentaren gehe ich so gerne um. Denn Abonnenten unterstützen mich und ich unterstütze Abonnenten. Servus, ciao, euer Peter.